Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 1977 erkannte die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 8. März, den 8. März als Internationalen Frauentag an. Seine Wurzeln reichen bis an den Anfang des letzten Jahrhunderts, und Erfolge, insbesondere in Deutschland, sind die 1918 beschlossene Wahl für Frauen in die entsprechenden Parlamente, und 1919 wurde es umgesetzt. Darauf ist auch die heutige Beteiligung aller hier entsprechend zurückzuführen. Zurück ins Hier und Jetzt. Kommendes Wochenende haben wir einen weiteren Internationalen Frauentag. Er ist immer noch notwendig, da wir weiterhin keine weltweite Gleichberechtigung von Frauen und Männern haben. In Deutschland haben wir definitiv schon viel erreicht, allerdings geht da noch mehr. Wenn wir die Beschäftigungssituation von Frauen betrachten, fällt auf, dass sie im Jahresvergleich, es ist hier schon gesagt worden, 22% weniger verdienen als Männer. Ich gehe auf diesen Fall aber gleich noch mal ein. Gegenüber ihren männlichen Kollegen ein Rentenniveau von 60% haben, 24,6% der Aufsichtsräte der DAX-Unternehmen stellen. Auch das werden wir morgen ändern. Ein Teil der Entgeltunterschiede wird laut Statistischem Bundesamt damit erklärbar, dass deutlich mehr Männer in besser bezahlten Industriebereichen sowie in Führungspositionen arbeiten und seltener Babypausen einlegen oder Teilzeit beschäftigt sind. Wünschenswert ist also, dass Betriebe Frauen unterstützen, Unterschiede in der Erwerbsbiografie auszugleichen, etwa durch gezielte Fördermaßnahmen, die in den Babypausen und Erziehungszeiten erworbene soziale Kompetenz berücksichtigen. Das gilt natürlich gleichermaßen für Männer, wenn die Erziehung der Kinder übernehmen. Gerade vor diesem Hintergrund eines regional- und branchenspezifischen Fachkräftemangels erscheint es mir ohnehin im unternehmerischen Interesse, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch weiter nach vorne zu tragen und weiter zu verbessern. Um Frauen eine gleichberechtigte Teilhabe an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst zu ermöglichen, erarbeitete die Bundesregierung ein Gesetz. Morgen werden wir es verabschieden, wodurch unter anderem ab 2016 mindestens 30% Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter, voll mitbestimmter Unternehmen sitzen werden. Ebenso wichtig wie vernünftig halte ich die Bemühungen, Frauen gezielt zu beraten, auch Berufe in den sogenannten Männerdomänen zu ergreifen. Allerdings bleibt es bei der Freiheit, seinen Beruf eigenständig auszuwählen. Man kann da nicht zu gezwungen werden, und Frauen sind nun mal in erster Linie fixiert, im Moment zumindest ist das so in unserer Gesellschaft, auf soziale Berufe. Und das wird auch in der Konsequenz, solange sich nichts ändert und wir die sozialen Berufe nicht aufwerten im Hinblick auf die Bezahlung, durchaus dabei, auf die Bezahlung aufwerten, wird sich hier also an der Differenz im jährlichen Vergleich eben auch nichts verändern. In weiser Voraussicht solcher Argumente hat das Statistische Bundesamt weitere Anstrengungen noch unternommen und Auswertungen unternommen. Es stellt ausschließlich vergleichbare Qualifikationen und Stellen gegenüber. Und dabei entsteht dann aber folgendes Bild. Es ist ein Lohnunterschied von 7% vorhanden. Nicht 22% über alles und über das, was wir eben gerade gesprochen haben, sondern 7% sind in der Differenz bei gleichen Stellen und Qualifikationen. Und genau an dieser Stelle setzen die Koalitionsfraktionen an und wir leisten unseren Beitrag, um das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit und gleichwertige Arbeit zu stärken. Die Unternehmen ab 500 Beschäftigte sollen in ihren Lageberichten nach dem Handelsgesetzbuch auf die Frauenförderung und die Entgeltgleichheit eingehen. Zugleich ist geplant, Arbeitnehmern darauf aufbauend einen Auskunftsanspruch zu geben, wenn sie sich bei ihrer Bezahlung gegenüber ihren Kollegen benachteiligt fühlen.
Abseits dieses Gesetzesvorhabens sind die Unternehmen und die öffentlichen Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit den Betriebs- und Personalräten aufgefordert, die Entgeltungleichheit in den Betrieben zu beseitigen. Stichwort Betriebsräte. Im Trendreport Betriebsratswahlen 2014 der Hans-Böckler-Stiftung beträgt der Frauenanteil 27,5% in Betriebsräten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, gerade hier bieten sich beste Möglichkeiten für den Kampf in der Gleichberechtigung an. Herzlichen Dank.